Xandi, heute Morgen bist du Weltrekord gelaufen beim DK Continence in Bugs. Sind das deine Schuhe? Nein! Erzähl mal die Geschichte mit den Schuhen. Ne? Jetzt hast du ein Hochzeitsgeschenk bekommen von Walter. Ja. Hast Weltrekord mit Ansage gemacht. Etwas Schönes gibt es nicht. Ja, das stimmt. Okay. Schwimmen ist für mich wie Tanzen im Wasser. Okay. Ja, diese Rhythmik, dieses mich fast in Trance schwimmen können. Mhm. Und dann habe ich angefangen, oder wollte ich das eigentlich machen, ich habe dann das Problem gehabt, dass ein Mitschwimmer auf meiner Bahn mich mit der Wand verwechselt hat und auf mir eine Rollwende gemacht hat. Und dann habe ich mich wieder schon langsam reingefunden ins Schwimmen, okay. War aber ganz mühsam bis Kilometer 30. Ja? Ja. Also da habe ich eigentlich nur gekämpft, so quasi dieses Mal und wie lang. Und dann der Wechsel aufs Rad. Ich meine, du kommst raus aus dem Wasser, fühlst du wie ein aufgekohlenes Gummibärchen so. Kriegst du nicht den Drehwurm da? Ja, für mich war das Radfahren einfach nur optimal da. Super. Das war wirklich außer optimal, nur optimal. Im Wasser, da tanzt du. Ja. Auf dem Rad hast du den Flow. Beim Laufen, da kenne ich dich jetzt mittlerweile ein bisschen. Da ist denen so ein bisschen so die... Nein, Beschützerli ist da nicht so groß. Ich meine so. 400 Kilometer. Ja. Durch die Krise durch. Wie oft hast du ans Aufgeben gedacht? Ich hab wirklich einmal ans Aufgeben gedacht. Finishen ist für mich jetzt nicht so ein großer Wunsch gewesen. Ja? Mhm. Ich hätte, glaube ich, auch keine allzu große Enttäuschung gehabt, wenn ich den Weltrekord nicht geschafft hätte. Ja? Aber nur dann zu sagen, okay, jetzt mache ich dann 2-3 Tage Pause, bis die Füße wieder in Ordnung sind und dann finische ich das Ganze. Das weiß ich nicht, ob mir das gereizt hätte. Gell? Du sprichst ja nur noch von Weltrekorden, sagen wir mal so. Wo hast du noch diese Wand liegen? Den nehme ich auch noch schon 6 Wochen nach dem Rennen. Ja, dann nehme ich auch noch. Aber jetzt, Xandi. Ja, bitte. Die finale Frage jetzt. Oi. Bist du vorbereitet? Was sollen wir als nächstes organisieren für dich? Nein, das bin ich nicht vorbereitet.